Das Open Closed Principle gibt Hinweise darauf, wie man sein Entity oder sein Modul mit einer Schnittstelle versieht und dadurch kontrollierte Zugangspunkte schafft. Und was das genau bedeutet, das kommt jetzt. Beginnen wir mal wieder mit einem ausgedachten Beispiel aus dem echten Leben. Nehmen Sie mal an, Sie wollten ein Startup gründen. Denken wir uns mal irgendwas ganz Wildes aus. Sie haben immer schon gerne Haustiere gehabt und Sie werden jetzt einen Service gründen, der Hunde ausführt, der sich um Hunde und Katzen und andere Haustiere in den Ferien kümmert und gleichzeitig noch ein bisschen alten Menschen, die einen Hund haben, Gesellschaft leistet. Das heißt, Sie brauchen für Ihr Startup ein paar Mitarbeiter, Sie brauchen ein bisschen Software. Und Sie brauchen ein bisschen Marketing und so das Übliche. Und vor allen Dingen müssen Sie Ihr Startup erstmal gründen. Als erstes gehen Sie mal zum Finanzamt, denn als guter Deutscher wollen Sie ja auch gesetzestreu Steuern zahlen. Sie wollen also eine Steuernummer. Da sagt man Ihnen, ah, das ist eine Gewerbeanmeldung. Haben Sie einen Gesellschaftervertrag? Sind Sie eine GmbH? Sind Sie eine GbR? Okay, Sie erkundigen sich, wo man sowas kriegt. Und wenn Sie alles richtig recherchiert haben, dann landen Sie wahrscheinlich beim Gewerbeamt. Und sagen, Sie möchten ein Gewerbe anmelden. Und da sagt man Ihnen, Sie haben Mitarbeiter, Sie arbeiten mit Haustieren, die müssen Sie versichern. Dann müssen Sie mal zur Berufsgenossenschaft gehen, bei der IHK müssen Sie sich erkundigen. Und wahrscheinlich sagt man Ihnen noch ein paar weitere Dinge. Sie ziehen weiter, Sie landen bei der nächsten Behörde. Mittlerweile sind Sie ein bisschen vorsichtiger geworden, Sie sind wieder bei einer weiteren Behörde und Sie sagen zu der Frau am Schalter, also ich werde wahrscheinlich Mitarbeiter einstellen und ich mache ja sowas mit Haustieren, mit dieser Firma und also nicht, dass die, wenn die gebissen werden, dass die dann keine Krankenversicherung haben oder mich verklagen. Also was muss ich denn jetzt genau machen? Können Sie mir helfen? Bin ich richtig bei Ihnen? Was haben Sie erlebt? Sie haben sich mit einer Anzahl von Behörden auseinandergesetzt und bei jeder Behörde haben Sie erfahren, dass Sie vielleicht noch zu einer weiteren Behörde gehen müssen. Und dann sind Sie zur nächsten Behörde gegangen und haben danach gefragt. Die hat Sie möglicherweise wieder zu einer weiteren Behörde verwiesen oder Ihnen gesagt, dass sie nicht so richtig zuständig ist. Und dann haben Sie nochmal das Internet angeworfen und recherchiert. Also insgesamt eine relativ unübersichtliche Struktur. Das, was Sie hier sehen, ist zumindest einigermaßen nah an der Wirklichkeit. Übrigens, das habe ich mal irgendwann, als ich dieses Beispiel vorbereitet habe, angefangen zu recherchieren. Wenn Sie es interessiert, der Link zur Quelle ist im Skript. Wie könnte man das denn besser machen? Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie haben ein Gründerbüro und da gehen Sie hin und sagen, ich plane ein Startup mit 10 Mitarbeitern, das und das ist mein Geschäftsziel. Und dann sagt der freundliche Herr oder die freundliche Dame, ja, habe ich verstanden, fragt ein bisschen was nach und dann sagt er, ich kümmere mich. Das, was Sie eigentlich haben möchten, das ist eine Anlaufstelle, wo Sie Ihr Anliegen schildern, wo Sie die Informationen übergeben, die Sie haben und die die Gegenseite benötigt. Und dieses Gründerbüro, das fragt dann wiederum weiter. Es gibt mehrere Bereiche, die abgearbeitet werden müssen. Sie müssen das Gewerbe anmelden. Sie müssen sich um Versicherungen kümmern, wenn Sie Mitarbeiter haben und eine Situation, wo Verletzungen entstehen können. Und Sie müssen Steuern zahlen. Diese Bereiche sind relativ klar und verständlich. Und innerhalb dieser Bereiche gibt es dann wieder eine Binnenstruktur. Das ist bei dem roten, bei dem gelben und bei dem blauen Bereich so. Aber das muss Sie ja eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Weil Sie haben ja nur mit dem Gründerbüro zu tun und das Gründerbüro muss es eigentlich auch wieder nicht interessieren, weil das Gründerbüro kann wiederum auf die rote, grüne oder blaue Schnittstelle zugreifen und dort das Anliegen übergeben und dort wird es dann weiter verteilt. Also um das nochmal klar zu sagen, was Sie hier sehen, ist nicht die Wirklichkeit, sondern so, wie es sein sollte. Aber was Sie hier sehen, das ist so, wie Sie sich eine gute Software vorstellen würden. Sie haben eine Schnittstelle, nämlich das Gründerbüro. Und aus dieser Schnittstelle heraus werden Anfragen weiter delegiert. Und wenn es Substrukturen gibt, dann sind auch die wieder so gekapselt und haben eine Schnittstelle, der man eine Anfrage übergeben kann. Was Sie hier sehen, ist das Open-Closed-Principle. Open-Closed heißt Open for Extension. Das heißt also,
Das, was innerhalb der Box ist, das kann man leicht ändern und erweitern und closed for modification. Das heißt, es gibt einen kontrollierten Zugang und nur durch diesen kontrollierten Zugang kann man auf die Funktionalität von so einer Box zugreifen. In der Softwarewelt wäre nicht nur der Aspekt der Modification wichtig, dass ich also von außen nicht möchte, dass das Innenleben dieser Box verändert wird, sondern es hat auch damit zu tun, dass ich es einem Client einfach machen möchte, die Funktionalität meiner Box zu nutzen. Auf das reale Beispiel von eben bezogen, ich möchte einfach nicht, dass eine Anfrage von außen durch die komplexe Innenstruktur durch muss und sich damit auseinandersetzen muss, weil das ist natürlich für den Client lästig, der sich mit dieser Binnenstruktur auseinandersetzen muss. Das ist aber auch aus einer Software-Sicht, aus einer gesamtorganisatorischen Sicht heraus unschön, weil dadurch, dass Anfragen von außen in diese Binnenstruktur reingehen, auch jede Menge Missverständnisse und Fehler passieren können. Das heißt, was ich nicht möchte, ist von einem Außenstandpunkt direkt in das Innenleben eindringen, sondern ich möchte stattdessen eine klare Schnittstelle, einen Zugangspunkt haben und den Rest möchte ich eigentlich gar nicht sehen von außen. Das Open-Close-Principle kann man auch in anderer Weise formulieren, nämlich als lose Kopplung, hohe Kohäsion. Ich habe ein kohärentes Ganzes, was genau eine Aufgabe verfolgt. Das ist die hohe Kohäsion. Also dieses Ganze hängt in sich recht eng zusammen und hat eben genau eine Aufgabe. Es hängt aber wenig von anderem ab. Das heißt, es ist lose gekoppelt mit der Außenwelt. Also innen drin hängt es eng zusammen, nach außen hängt es sehr lose zusammen. Und es hat nach außen eine explizite, minimale und delegierende Kapsel, die Schnittstelle. Explizit heißt, diese Schnittstelle ist klar beschrieben in Form eines Kontraktes, in Form einer Spezifikation. Minimal heißt, sie ist so klein wie möglich, aber eben genauso groß, wie es nötig ist. Delegierend heißt, diese Kapsel nimmt die Anfrage von außen entgegen und leitet sie weiter an die Binnenstruktur. Das ist meine Schnittstelle. Sehen wir uns nochmal dieses Schaubild an. Wenn das hier Software wäre, wäre denn dann das Prinzip der losen Kopplung und der hohen Kohäsion erfüllt? Ich habe jeweils Einheiten, die rote Einheit, die grüne und die blaue, die in sich einen genau definierten Zweck verfolgen, nämlich Gewerbeanmeldung, Berufsgenossenschaft, Versicherung und Steuern. Ich habe jeweils eine lose Kopplung voneinander. Es gibt nur an einer Stelle einen Pfeil, der von rot nach grün geht. Ich habe einen klar definierten Zugangspunkt, eine Schnittstelle, mit der ich Kontakt aufnehme zu jeder dieser Boxen. Das heißt, wäre dies eine Software, dann würde sie das Prinzip der losen Kopplung und hohen Kohäsion oder auch des Open-Close-Principles erfüllen. Und auch die eigentliche Bedeutung des Open-Close-Prinzips ist erfüllt, denn ich habe jede dieser Boxen offen für eine Erweiterung. Ich kann ja an der Binnenstruktur Veränderungen vornehmen. Das wird ja nach außen gar nicht deutlich. Und ich habe sie geschlossen gegenüber Modifikationen oder Zugriff von außen. Denn wenn ich eben als Gründerin oder als Mitglied des Gründerbüros etwas möchte, dann lande ich ja nur bei der Schnittstelle und gehe gar nicht in die Binnenstruktur rein. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wenn Sie Ihre Software nach dem Open-Close-Principle konzipieren, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie immer eine Schnittstelle anbieten, die sämtliche Funktionalität in einer angemessenen, abstrahierten Form nach außen anbietet, sodass ein Client, ein Außenstehender nicht gezwungen ist, sich mit dem Innenleben Ihres Moduls oder Ihres Entities auseinanderzusetzen.